die erste Torchance für die deutsche Mannschaft. Eckball von rechts. Heinkes. Und Kostede. Eine kleine Verletzung nach diesem Zusammenprall, aber es ging sehr schnell wieder weiter. In der Wiederholung erkennen wir, dass der Berliner Mittelstürmer seinen Kopfball im Zweikampf mit Kelesidis zu hoch ansetzt. Er springt höher, aber köpft auch den Ball übers Tor. Ein kurzer Spurt und dann Direktspiel. Kostede, Netzer und wieder Heinkes. Das war einer der schönsten Angriffe. Es fehlte ihm eigentlich nur eines. Jetzt. Diesen Freistoß, die seine Mannschaft des Öfteren in größte Bedrängnis brachten. Sepp Maier musste hier alles riskieren, um Schlimmes zu verhüten. In der Mit Paul Breitner, Günther Netzer und Erich Beer war das Mittelfeld nominell. Weiterer Fehler. Und wieder musste Maier ran. Hier ein Fehler in der Ballannahme. Und Maier. Seinem etwas verunglückten Querpass kommt Breitner an den Ball. Breitner scheint ein wenig unschlüssig, bevor er den Ball zu Heinkes schlänzt. Der Gladbacher mit einem technischen Glanzstück, das 1:0. Verhaltene Proteste der Griechen, der Ball habe die Linie nicht in vollem Umfang überschritten, konnten Schiedsrichter Thomas aus Wales nicht beeindrucken. Wir sehen die Szene noch einmal. Paul Breitner, der den Ball zu Heinkes hebt, verlängert und dann, hier hat der Ball hinter dem Torpfosten die Linie Torschütze. Nach diesem Eckball einer von 20, eine tolle Chance durch Beer. Dem einsatzfreudigen Berliner hätten wohl alle wenigstens diesen... nötig gewesen zu einem deutschen Sieg. Denn 8 Minuten vor Schluss wurde die deutsche Abwehr erneut gesprengt. Delicaris, völlig ungedeckt, setzt sich durch und gleicht aus. Diesmal hatte Maier den Fehler seines Kapitäns nicht ausbügeln können. Die Behauptung einiger Spieler, der Torschütze habe im Abseits gestanden, trifft nicht zu. Kaltz, gleich am rechten Bildrand zu sehen, stand im Moment der Ballabgabe näher zur Grundlinie als der Grieche. Das 1:1 gegen Griechenland dokumentiert, das sei noch gesagt, wie weit die Deutschen von ihrer Weltmeisterschaftsstärke entfernt sind, von der Brillanz der Europameisterschaft 1972.